Hörstörungen im Alter und wann braucht man ein Hörgerät? Dass man ab 60 ein bisschen schlechter hört, ist normal. Das ist keine Krankheit, es ist einfach Teil des normalen Alterungsprozesses. Bei manchen geht es ein bisschen früher, bei manchen geht es ein bisschen später. Ist auf der einen Seite genetisch bedingt, heißt, manche Familien reagieren auf Schädigungen des Ohres wie Lärm, Durchblutungsstörungen, Gefäßverkalkungen mehr. Und andere Familien, in den Genen angelegt schon, reagieren weniger. Dann gibt es natürlich schon Dinge, die man selber dazu beitragen kann, um länger ein gutes Gehör zu haben. Typisch früher war es auf den Baustellen ein generell üblich Gehörschutz zu tragen. Jetzt ist es wirklich üblich, diesen Lärm- oder Gehörschutz hineinzutun. Und die Lärmschwierigkeit, also die Schwierigkeit durch die Abnutzung des Gehörs mit Lärm, hat deutlich abgenommen. Jetzt braucht jeder, der in der Hörkurve ein bisschen auf Senke hat, ein Hörgerät? Die Antwort ist klar nein. Ein Hörgerät braucht man dann, wenn Sie selber mit Ihrem Hören unzufrieden sind. Und das muss dann wirklich so sein, dass man sagt, ja, ich nehme am sozialen Leben nicht mehr teil, ich will nicht mehr fortgehen, ich will mit der Familie nicht mehr reden, weil ich schlecht höre. Normalerweise genügt es ja, wenn man seinen Freunden, seiner Familie sagt, du schaut mich an, redet deutlich mit mir, dann verstehen auch Leute, die ein bisschen eine Hörschwäche haben, alles. Sollte man dann aber wirklich so unzufrieden sein, dass man ein Hörgerät möchte, ist der erste Weg auch wieder zum HNO-Arzt. Es gibt in seltenen Fällen auch Dinge, die man beheben kann, wie eine Verstopfung im Ohr, wo man dann trotzdem besser hört. Und dann muss man ein Hörgerät für 3 Wochen einfach mal ausprobieren. Nicht gleich nehmen, weil viele Leute mit dem Hörgerät meiner Erfahrung nach nicht zurechtkommen. Es ist auch so, dass heute, das wird immer die Frage, ja, das kostet ja so viel, warum muss ich da so viel dazu zahlen? Heutzutage sind die Geräte, die die Krankenkasse zahlen, gute Geräte. Um 800 Euro in Österreich bekommen Sie technisch ein sehr gutes Gerät. Über die letzten 10 Jahre, wie alle technischen Geräte, sind sie besser geworden und billiger. Also, wenn man als alter Mensch ein bisschen schlecht hört und man hat wirklich das Gefühl, ja, jetzt reicht es mir, jetzt nehme ich wirklich an Veranstaltungen, an Gesprächen nicht mehr teil, erster Weg zum HNO-Arzt. Dann nur dann ein Hörgerät ausprobieren, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich bin sehr unzufrieden. Danke.